Das gibt es doch nicht. Der Kerl aus dem Krankenhaus ist bei Fuller. Und die beiden reden miteinander. Wer ist der Kerl? Und was hat er mit Fuller zu schaffen? Ich sollte die beiden belauschen. Fuller kann ich mir danach immer noch vorknüpfen. Fische werde ich mit dieser Angel nicht fangen, aber vielleicht etwas anderes? Das dürfte funktionieren. Ich muss nur sehr leise sein. Wenn der Henkel an die Tür schlägt, bekommen die beiden das sicherlich mit. Bemerkt. Die Tür ist wieder offen. Ich kann hineingehen. Ich hoffe nur, sie quietscht nicht. Ja, Angelina, das kann wohl sein. Den Nachnamen habe ich auch notiert. Für weitere 10 Mäuse fällt mir vielleicht sogar ein, wo ich den Zettel habe. Nicht nötig. Ich kenne Ihren Nachnamen. Und Ihr Assistent? Was ist mit dem? Was für ein Sie meinen Darren! Das ist mein Laufbursche. Er arbeitet in den Semesterferien hier. Ein guter Laufbursche ist viel wert. Was wissen Sie über ihn? Wieso interessiert er Sie? Wollen Sie ihn mir abwerben? Kein Problem. Für 100 Mäuse schreibe ich ihm sogar sofort die Kündigung. Ach was, sagen wir 50. Kein Interesse. Kennen Sie ihn genau? Was sollen die fragen? Seine Mutter kam hier an und hat gefragt, ob er hier für ein paar Wochen jobben kann. Ist ein Waschlappen. Einer von den ewig Betroffenen. Oh, mir geht's so schlecht und die Welt ist so ungerecht und es hat doch alles keinen Sinn. Sie kennen ihn also nicht. Und ich hab auch keine... Das war knapp. Die beiden gehen Richtung Ausgang. Und ich bin kein bisschen schlauer. Wen verfolgt der Typ denn nun? Mich? Oder Angelina? Und warum? Ich werde Angelina nach dem Mann fragen. Sie ist Britin und der Typ hat einen britischen Akzent. Man weiß ja nie, vielleicht kennt sie ihn. Aber erst einmal habe ich noch eine Rechnung mit Fuller offen. Nanu, wo ist die Qualle? Na sowas. Eine Geheimtür. Hinter den Fotoleinwänden ist eine Geheimtür versteckt. Zum Teufel hast du hier zu suchen, Bursche! Finger weg, Fuller! Ihretwegen liegt meine Mutter im Koma! Was hab ich mit deiner Mutter zu schaffen? Raus! Raus aus meinem Keller! Na los! Verschwinde! Sie hätten mir sagen müssen, dass sie angerufen hat. Es war doch klar, dass da was nicht stimmt. Ich schwöre Ihnen,
Ich werde sie... Willst du mir drohen? Du? Mir? Wenn sie nicht wieder aufwacht, werde ich ihren fetten Hals... Raus! Verschwinden sich! Du bist entlassen! Raus! 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 Beten Sie, dass sie nicht stirbt. Nur das könnte noch ihren fetten Arsch retten. Verpiss dich! Wenn ich die noch einmal hier erwische, liegst du neben deiner Mutter! Ich werd sie fertig machen, Voller! Du Lusche! Bringst doch nie was zustande! Dafür fehlt dir der Mumm, der Krebs, alles! Ich werde mir schon etwas einfallen lassen. Aber der Typ wird zahlen, so wahr ich hier stehe. Aber ich brauche noch den Film aus seiner Kamera mit Angelinas Bildern. Ich könnte seine Dunkelkammer benutzen, um den Film zu entwickeln und Abzüge zu machen. Wenn er mir schon nichts zahlt, dann hole ich mir eben einen Teil des Geldes so wieder. Nur muss ich ihn dazu irgendwie aus dem Laden bekommen. Hallo Rosie, fleißig am Arbeiten? Was willst du? Ist das eine Freundin von Ihnen? Ja, eine meiner besten. Sitzt sie denn den ganzen Tag hier im Laden rum? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Ich meine ja nur, ob sie keinen Job hat. Das hat sie überhaupt nicht nötig. Ihr Mann hat jede Menge Geld. Und selbst wenn der nicht wäre, könnte sie locker als Fotomodel arbeiten. Als Fotomodel? Mhm. Das könnte mir vielleicht weiterhelfen. Was? Nichts. Schon gut. Ich wollte Fullers Paket mit dem Fotopapier abholen. Schein bitte. Hast du den alten Puck aufgetrieben? Ja, ich habe ihn in der Stadt getroffen. Glück gehabt. Hier, Fullers Fotopapier. Man dankt. Aha, die Tussi liest Modezeitschriften. Warum tut sie das hier? Entschuldigen Sie, meine Dame. Ja? Ach, du bist es, der Rowdy von heute Morgen. Naja, ich hatte es sehr eilig. Ein wichtiger Auftrag. Kein Grund, unhöflich zu sein. Natürlich nicht. Mir ist aufgefallen, wie sehr Sie in diese Modezeitschriften vertieft sind. Sind Sie selbst Model? Ich? Aber nein. Sie scherzen. Sie müssen doch zumindest schon mal daran gedacht haben, Fotomodel zu werden. In der Tat wurde ich schon angesprochen. Das versteht sich von selbst. Sehen Sie, ich arbeite für eine Zeitschrift aus dem Süden. Ladies and Chrome. Nie davon gehört. Es ist das High Society Blatt im Süden. Das Blatt für die oberen 10.000. Ich arbeite an einer Reportage über Leben und Stil im hohen Norden. Tatsächlich? Wie aufregend. Haben Sie vielleicht einige aktuelle Fotos von sich? Ich würde unseren Lesern gerne näher bringen, was für einen ausgezeichneten Geschmack die Leute hier oben im Norden haben. Dieses schicke Cabriolet gehört doch Ihnen, oder? In der Tat. Und natürlich stehe ich gerne für Ihre Story zur Verfügung. Nur Fotos von mir habe ich leider keine. Das dürfte aber kein Problem darstellen. Hier im Ort gibt es doch diesen exzellenten Fotografen, nicht? Fuller? Das kann nicht Ihr Ernst sein. Dieser Primitivling könnte mich niemals vernünftig ablichten. Oh, dann wissen Sie es gar nicht. Was weiß ich nicht? Wer Fuller in Wahrheit ist. Er ist ein international anerkannter Starfotograf aus Neuseeland. Er lebt seit einigen Jahren hier, inkognito. Er arbeitet an seinem Lebenswerk. Er will das ganz normale Leben in Amerika dokumentieren. Und natürlich muss er dafür unerkannt bleiben. Das ist ja... Nein, das kann ich nicht glauben. Ich schwöre es Ihnen. In einigen Jahren, wenn er seine Arbeit beendet hat, wird es die Fotosensation des Jahrzehnts sein. Ich kann es nicht glauben. Zeigen Sie mir Bilder, die er gemacht hat. Dann sehen wir weiter. Also schön. Aber nicht weglaufen. Auf keinen Fall. Mein Gott, was für eine schwache Geschichte. Aber Eitelkeit war schon immer die größte Schwäche solcher Leute. Wenn ich ihr ein paar ordentliche Fotos zeigen kann, lockt sie vielleicht Fuller für mich aus dem Laden.
Schauen Sie, ich habe einige von Fullers älteren Arbeiten. Tatsächlich? Zeigen Sie her. Welche Bilder sind von ihm? Das da. Und das auch. Und hier ist auch noch eins. Genau, das hier. Die sind ja wirklich hervorragend. Alles nur, um Geld zu verdienen. In Wahrheit ist er ein Künstler. Verstehen Sie? Aber das Projekt hier in Biddeford ist seine wahre Leidenschaft. Unerkannt unter uns gewöhnlichen Menschen zu leben und an seinem Meisterwerk zu arbeiten. Können Sie sich vorstellen, was es für eine Überwindung für einen kultivierten, gebildeten Mann wie Fuller sein muss, ein primitives, stinkendes, schwitzendes Arschloch zu spielen? Das ist wahre Kunst. Sie sollten ihn gleich anrufen. Er kann Sie und Ihren Wagen draußen an den Klippen fotografieren. Jetzt? Gleich? Ja. Ich muss Sie leider drängen, Milady. Bald ist Redaktionsschluss in Dallas. Verstehen Sie? Oh, natürlich. Ich werde ihn vom Autotelefon zum Fotoshooting bestellen. Ausgezeichnet. Aber lassen Sie sich nicht anmerken, dass Sie seine wahre Identität kennen. Wer weiß, was das seiner Künstlerseele antun würde. Ich habe verstanden. Ich bin Ihnen so dankbar. Kein Problem. Treffen wir uns heute Abend wieder, hier? Abgemacht. Unfassbar. Mir fällt nichts ein, über das ich mit Rosie reden könnte. Weg ist, ich sollte jetzt einige Stunden Zeit haben, um Angelinas Film zu besorgen und die Bilder in der Dunkelkammer zu entwickeln. Es kann gut sein. Der Tresor ist natürlich abgeschlossen. Sogar Fuller hat ge... Der Tresor ist natürlich... Es kann gut sein, dass Fuller den Film mit Angelinas Bildern in den Tresor gelegt hat, bevor er zum Shooting gefahren ist. In Ordnung. Schauen wir mal. Okay. Ich weiß, dass ich 5 Zahlen einstellen muss. Mit dem Stethoskop sollte ich hören können, ob das Schloss einrastet. Wenn es eingerastet bleiben soll, muss ich danach das Rad in die andere Richtung drehen. Ich muss mich allerdings beeilen. Fuller hat extra so eine Zeituhr einbauen lassen. Bitte. Aha, eine Filmdose. Das dürften die Fotos von Angelina sein. Ansonsten liegen hier nur noch einige Papiere, eine Akte und... Uiuiui, eine Pistole.
Ich lasse lieber alles da, wo es ist. Sobald ich die Bilder entwickelt und davon Abzüge gemacht habe, werde ich Angelina im Hotel besuchen. Ich kann wirklich etwas Ablenkung gebrauchen. Okay, hier kann ich Angelinas Film entwickeln und dann Abzüge machen. Mal sehen, was brauche ich alles, um den Film zu entwickeln? Den Film mit Angelinas Bildern drauf und Entwicklerflüssigkeit. Fixierer müsste hier irgendwo sein. Ein Entwicklungsbehälter steht dort auf dem Tisch. In diesen Behälter wird ein nicht entwickelter Film gelegt. Dazu wird dann Entwicklerflüssigkeit gegeben und nach kurzer Zeit ist der Film entwickelt. Eine Flasche mit destilliertem Wasser. Die nehme ich mal mit. Ein ganz normaler Mülleimer. Ich merke ihn mir, falls ich mal was wegschmeißen will. Ein ganz normaler Mülleimer. Ein ganz normaler Müll. Eine kleine Flasche mit Fotofixierer. Da ist nicht mehr viel drin, aber es reicht noch für eine Anwendung, denke ich. Zuallererst Licht aus. Ich sollte erstmal alles zusammentragen, was ich zum Entwickeln des Films brauche.